Der Kieler Hauptbahnhof liegt in Sichtweite des Schweden- und Norwegenkais. Vom Schwedenkai legen regelmäßig Fähren nach Göteborg ab. Diese transportieren neben PKWs und LKWs auch Container, die mit der Hafenbahn direkt an den Kai gebracht werden. Zur Mittagszeit sind die dafür erforderlichen Rangierarbeiten in vollem Gange. Kurze Zeit später am Kieler Hauptbahnhof. Hier steigen wir in einen Regionalzug, der uns über Rendsburg bis nach Husum bringen wird. Unsere Fahrt führt uns in nordwestlicher Richtung durch Schleswig-Holstein. Zwischen Kiel und Husum befährt unser Zug zeitweise die Hauptstrecke nach Flensburg, die ins benachbarte Dänemark führt. Dabei überqueren wir auch den Nordostseekanal. In Rendsburg führt die Strecke über eine Hochbrücke, mit der der eben genannte Kanal überquert wird. Die heutige Hochbrücke wurde im Jahr 1913 eröffnet. Sie ersetzte eine ältere, als Drehbrücke ausgeführte Konstruktion. Um von der Hohen Brücke aus den Bahnhof Rendsburg erreichen zu können, schließt sich an die Brücke eine Schleife an, in der die Strecke rasch an Höhe verliert und schließlich unter der Brücke hindurch zum Bahnhof führt. Mit knapp 2,5 Kilometern Länge ist die Rendsburger Hochbrücke heute die drittlängste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Nach einer knappen Stunde Fahrzeit seit Rendsburg erreichen wir den Bahnhof Husum. Hier besteht Anschluss zur Marschbahn, die aus Richtung Hamburg bis Westerland auf Sylt führt. Neben der Verbindung Hamburg-Flensburg ist die Marschbahn die zweitwichtigste Bahnstrecke, die Schleswig-Holstein in nord-südlicher Richtung durchquert. Dennoch ist die Strecke weder elektrifiziert noch durchgehend zweigleisig ausgebaut. Von Westerland, weiter ein Zug 14, 48 nach Westerland über Niebüll, Abfahrt 16.13 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Mit dem sogenannten Sylt Shuttle Plus befahren wir nun von Husum aus einen Teil der Marschbahn. Das Sylt Shuttle Plus wurde im Dezember 2015 eingeführt und dient als Ergänzung zum Autozugverkehr zwischen Niebüll und Westerland. Der Grund für die Einführung war jedoch nicht etwa die hohe Auslastung der Regionalzüge, sondern das Ziel, einen Konkurrenten im Autozugverkehr zu verdrängen. Der Sylt Shuttle Plus wird in Niebüll an den Autozug angekuppelt und fährt mit diesem zusammen nach Westerland. Da die eingesetzten alten Triebzüge nur mit Fernverkehrsfahrkarten benutzt werden dürfen und die Fahrt im Regionalzug nur halb so lang dauert, sind die Züge in der Regel leer. Der nächste Halt ist Niebüll, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dieser Zug fährt um 17.02 Uhr weiter nach Westerland. In Niebüll steigen wir vom Sylt Shuttle Plus in den Zug nach Dagebüll um.
Direkt neben dem Bahnhof Niebüll der DB liegt der Bahnhof der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft. Diese ist Besitzer und Betreiber der Strecke nach Dagebüll-Mohle. Eine Besonderheit der NEG ist der Einsatz von Kurswagen, die in Niebüll von Intercities der Deutschen Bahn übernommen werden. Die Strecke nach Dagebüll ist gut 13 Kilometer lang und führt durch flaches Marschland. Seit ihrer Eröffnung im Jahre 1895 verbindet die Strecke Niebüll mit dem Fährhafen Dagebüll, wo Anschluss nach Föhr und Amrum besteht. Die Strecke endet in Dagebüll direkt auf der Mole. Aufgrund der Kurswagen muss der Triebzug vor der Rückfahrt nach Niebüll ans andere Zugende umsetzen. Hinter dem Triebzug befindet sich ein Heizwagen, der die Stromversorgung der Kurswagen sicherstellt. Da in Dagebüll keine Absteckgleise vorhanden sind, müssen die Kurswagen zurück nach Niebüll gebracht werden und am nächsten Tag erneut bereitgestellt werden. Die kleine Gemeinde Dagebüll besteht aus 4 Ortsteilen und zählt gerade einmal 880 Einwohner. Von der Mole aus sind die vor der Küste gelegenen Inseln sichtbar. Am späten Abend wird noch einmal ein Zug mit Kurswagen auf der Mole eintreffen, danach kehrt Ruhe ein. Am frühen Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ist es noch sehr ruhig in Dagebüll. Spätestens mit der Ankunft des ersten Zugs aus Niebüll ändert sich dies jedoch. Etwas abseits der Häuser fällt der Blick vom Deich aufs Meer. Auf der Mole steht das erste Kurswagenpaar des Tages, das erst vom nächsten Zug mit nach Niebüll genommen wird. Einige hundert Meter vom Ort entfernt führt ein Gleis den Deich hinauf. Es handelt sich um die Halligbahn, die die Halligen Oland und Langeneß mit dem Festland verbindet. Die 9 Kilometer lange Strecke wird ausschließlich von Loren befahren. Die Bewohner der Inseln haben so die Möglichkeit, mit ihren eigenen Loren zum Festland zu fahren. Kurz bevor die Strecke das Festland verlässt, ist noch eine Ausweichstelle vorhanden. Zwischen den Inseln und zum Festland hin verläuft das Gleis auf einem Pfahldamm. Auf der Mole ist inzwischen das nächste Kurswagenpaar eingetroffen, das soeben vom österreichischen T4 umfahren wird. Der 1996 gebaute T4 entspricht der österreichischen Baureihe 5047 und wurde von den Jenbacher Werken gebaut. Pünktlich um kurz nach 11 verlässt der Zug die Mole in Richtung Niebüll.
Sobald der Zug den Deichdurchlass passiert hat, durchfährt er den Bahnhof Dagebüllhafen, in dem die Züge nur dann halten, wenn wegen Sturmflut die Deichtore geschlossen sind. Die Bahn werden an die 10. Deutschen Bahn Richtung Hamburg angehängt. Ich werde gleich mal einmal durchkommen und die Fahrkarten kontrollieren. Halten Sie diese bitte bereit. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Bei einem der Kurswagen handelt es sich um einen ehemaligen Interregio-Wagen, der zuletzt Anfang der 90er Jahre modernisiert wurde. Nach einem kurzen Halt im NEG-Bahnhof Niebüll befährt der Zug ein Verbindungsgleis, das zum DB-Bahnhof führt. Die Fahrt führt zunächst in ein Stumpfgleis, das parallel zur Strecke nach Westerland liegt, auf der gerade ein Autozug einfährt. Als nächstes wird der Heizwagen von den Kurswagen abgekuppelt und im Nachbargleis abgestellt. Gleichzeitig fährt ein Intercity aus Westerland ein, an dem die beiden Kurswagen angekuppelt werden sollen. Kurz nachdem der Intercity zum Halten gekommen ist, schiebt der T4 die Kurswagen an den Bahnsteig. Sobald der Triebwagen abgekuppelt ist, fährt er zurück in den NEG-Bahnhof. Nach dem etwas längeren Aufenthalt verlässt der Intercity den Bahnhof Niebüll zur Fahrt in Richtung Hamburg. Der Zug befährt die gesamte Marschbahn und wird zunächst von zwei Dieselloks der Baureihe 218 gezogen. Nach gut 100 Kilometern Fahrt seit Niebüll überquert der Zug auf der Hochbrücke Hochdonn den Nordostseekanal. Die Brücke wurde im Jahr 1920 gebaut und ist über 2 Kilometer lang. Mit einer lichten Höhe von 42 Metern entspricht sie der Höhe aller anderen den Kanal querenden Hochbrücken. Ab Itzehoe ist die Marschbahn elektrifiziert. Daher werden die beiden Dieselloks hier von einer E-Lok abgelöst. Mit dieser fährt der Zug nach einem kurzen Aufenthalt weiter in Richtung Hamburg. Der IC 2375 hat seine Fahrt ab Hamburg über Hannover und Kassel fortgesetzt. Am Abend verlässt er Frankfurt und wird seine Fahrt über Darmstadt bis Karlsruhe fortsetzen.